Peter Holub, in Wien geboren, war in den 70er und 80er Jahren der Lederschneider der Stadt. Als Kostümschneider arbeitete er für alle großen Theater und Festspiele Österreichs. Gemeinsam mit seinem Partner Alkis Vlasakakis gründete und finanzierte er das Szenemagazin Bussi. Wie hast du die Anfänge der Schwulenbewegung mitbekommen? Dadurch, dass ich in die Hose eben so in der Margaretenstraße hier und da mal marschiert bin, habe ich natürlich ein bisschen was mitgekriegt, was sich woanders tut und ein bisschen gesprochen worden drüber. Aber Stonewall war auch kein, da hat keiner was gewusst davon dort. Oder es ist nicht angesprochen worden, sagen wir so. Und privat war die, das hat sich ja alles damals privat abgespielt. Ja. Also es hat keine, wie gesagt, die paar Lokale hat es gegeben, aber der Esquick, der alte Lampen, den goldenen Spiegel und die in der Sonnenfestgasse. Ne? Und das Lurloch? Das Lurloch hat es noch gegeben, ja, stimmt da. Ja, genau. Aber dann, das war es auch schon. Ja. Und im Quick haben wir halt wöchentlich einen Stammtisch gehabt. Das war so. Damals war ich in so einer Clique, so, ich weiß nicht, ob man ihre Flickenschild noch kennt und die Archimeda natürlich, mit der er damals zusammen war. Na. Und der Flickenschild und Archimeda waren ein paar und die haben halt die ersten Bälle gegeben in Wien. Ne? Und die. Ja, natürlich. Da wurde die Wohnung ausgeräumt und da sind dann 50 Leute gekommen und haben Ball gemacht. Alle in Fetzen natürlich. Wie kam es zur LMC-Gründung? Dann haben wir gesucht und mein Freund und ich damals und sind eben damals in die Graf-Starnberg-Gasse gezogen und dann haben wir dann auch meine Werkstatt gehabt. Und bin eigentlich nur dorthin gezogen, weil ich mich in den Keller verliebt habe, weil das so ein schönes Gewölbe war. Ja, aber der Keller ist dann leer gestanden und dann habe ich mir gedacht, so, was machst du draus? Irgendwas muss man machen. Der war noch von außen zu begehen, da musste man über den Hof runtergehen, durch so ein Wärterhäuschen. Das war so. Und da habe ich gedacht, okay, dann machst du da unten so, irgendwie nachdem es eh keine Lokale gibt, machen wir sowas, wo man sich trifft, einfach nach der Arbeit, bevor man weitergeht. Bevor man nach Hause geht, sie kurz in den Kühlschrank legt, in die Tiefkühltruhe, damit man frisch wird und dann ausgeht. Und mein Freund hat damals gesagt, ja, wenn du das magst, das musst du allein machen. Also ich mache da nicht mit. Ich habe gesagt, okay, aber ich ziehe das durch. Ja, dann haben wir das gemacht. Da unten hatte ich auch, glaube ich, das erste schwule Sexshop. Also wochenlang am Zoll gesessen und habe dem Zöllner erklärt, wofür man so große Dildos braucht. Und Ja, er ist nach jedem Ding, was er aufgemacht hat, ist er rausgelaufen, war 10 Minuten verschwunden, ist dann mit hochrotem Kopf wieder hereingekommen, hat nachgeschaut, nachgeblättert, ob das erlaubt ist. Die Frau, die hinten bei der offenen Schachtel gestanden ist und ihm jedes Teil herausgegeben hat, hat nur in meinen Kopf geschüttelt und die Augen verdreht. Ist dann nachher zu mir gekommen und hat gesagt, bring sie sich nicht auf, das macht er jedes Mal so bei ihm. Nach einer Woche habe ich dann meine Wahrheraßen gehabt. Mit Poppers und allem, was man da ist. Naja, gut. Die Brustklammern, wofür gehört das? Das hängt man an die Wand, da kann man Bürozetteln drauf aufhängen. Kann man Notizen einklemmen, wissen Sie? Was soll ich dem sagen? Dann? Okay. Ja, und wie gesagt, da haben wir so einen kleinen extra, das war so ein kleiner Schlauch. Ne? Das war so dann praktisch das erste schwule Sexshop, kann man sagen.
Und unten im Keller haben wir uns dann eben getroffen, zeitlang. Ich habe dann eben Bier und ja, Getränke halt eigentlich zum Selbstkostenpreis hergeben. Und ja, so Toast und Würsteln hat es gegeben halt. Und zweimal in der Woche habe ich dann angefangen zum Kochen, so Suppen und so Zeug halt, was halt auf so einem zweiflammigen Herd möglich ist. Ne? Also, und ja, eigentlich alles zum Selbstkostenpreis. Ja, dann haben wir eben den LMC da unten gegründet.